Herzlich willkommen zu unserer Serie «Der Rhein als Lebensader». Auch heute geht es um den Rhein als Lebensraum für Tier und Mensch. Nachdem wir im ersten Teil einen Fischer begleitet haben, sind wir heute in Schlatt im Naturschutzgebiet Petri unterwegs. Auch die Bewohner des Naturschutzgebiets sind auf den Rhein als Lebensraum angewiesen. Zusammen mit zwei Mitgliedern von Turdus, einem Vogel- und Naturschutzverein Schaffhausen, hat Simon Herrmann für uns das Gebiet erkundet. Seit rund 70 Jahren ist das Petri-Gebiet in Schlatz ein Naturschutzgebiet. Das Gebiet, wo der Georg Fischer gehört, bietet über rund 2 Hektar Lebensraum für die verschiedensten Tiere. Zwei, die das Petri-Gebiet gut kennen, sind der Hans-Peter Bieri und der Röbi Steinemann vom Vogel- und Naturschutzverein Turdus. Das Naturschutzgebiet Petri beinhaltet 3 wesentliche Lebensräume. Der erste ist die Lagune, Wasserbucht, wo die Wasservögel drin sind. Der zweite ist der Schilfgürtel, wo spezialisierte Arten wie ein Teichrohrsänger oder eine Wasseralle drin leben können. Und der dritte Lebensraum, das ist eben der Auenwald, den wir jetzt hier hinter uns sehen, wo Vogelarten wie Mittelspecht, Pirol, Kleiber, verschiedene Meisenarten bevorzugen. Ein Haken trennt den Wanderweg vom Naturschutzgebiet, damit die Tiere ihre Ruhe haben. Viele der Vögel hier ernähren sich aus dem Wasser, das vom Rhein her in Auenwald hineinkommt. Auenwälder wie dieser kommen nicht mehr häufig vor und sind darum als Lebensraum für die Tiere umso wichtiger. Der Verein Turdus setzt sich für die Lebensräume von Tier und Pflanzen ein. Im Petri-Gebiet hat Turdus seit 20 Jahren immer wieder Massnahmen ergriffen. Im Auenwald werden zum Beispiel regelmässig die Weiher ausgebaggert und vom Laub befreit. Wir haben hier in dieser Hartholzaue die Weiher, die gsi sind, haben wir jetzt den Winter wieder mit dem Bagger ausgeräumt und haben da eigentlich hergestellt, dass das Wasser wieder vom Rhein hinterlaufen kann. Und die Weiher sind wieder mit Wasser voll, so dass Libellenlarven, Kleinfische drin sind. Und Sie haben ja vorhin den Eisvogel gesehen. Und der kann eben hier in diesem Lebensraum seine Nahrung finden, auch im Winter. Das ist der Grund, warum man hier die Hartholzaue hat renaturiert, dass Amphibien und Fischli und Libellenlarven hier wieder Lebensraum finden und Nahrung ist für andere. Das ist nur eine von ganz vielen Massnahmen. Das ganze Gebiet wird gepflegt, Pflanzen und Bäume, die für Tiere wichtig sind. Auch der Petribach ist renaturiert worden. Da hat man einen Betonmauer weggenommen, dass die Fische wieder den ganzen Bach aufschwimmen können. Ein bisschen weiter vorne liegt die Lagune, die Rheinbucht vom Petri-Gebiet. Da hat Turdus vor 20 Jahren den Damm gebaut. Warum hat man das gemacht? Man hat einfach gesehen, dass der Schilfgürtel immer mehr in Bedrängnis gekommen ist durch den Wellenschlag, den die Schiffe verursacht haben. Und hat dann gefunden, ein Damm vorsetzen wäre eigentlich noch das Mittel, um den Schilfgürtel zu schützen. Das hat sich auf verschiedene Arten und Weisen bewährt. Der Schilfgürtel ist nicht mehr weiter zurückgegangen. Der Damm dient auch dazu, dass sich die Wasservögel vor allem im Sommer, wenn auf dem Rhein gar viel Betrieb herrscht, können zurückziehen in die Petribucht hinter den Damm und dort nicht gestört werden. Mit solchen Massnahmen konnte das Petri-Gebiet beruhigt werden. So ist erreicht worden, dass viele verschiedene Vogelarten hier leben und sich sogar fortpflanzen. So zum Beispiel der seltene Eisvogel, aber auch verschiedene Entenarten, Hubentaucher oder die Blässhühner. Wie das Weibli, wo für sich und ihres Junge ein Nest baut. Für die Vögel, die nicht im Wasser leben, sind im ganzen Petri-Gebiet Nistkästen verteilt, wo die Vögel rein können zum Brüten. Nistkästen tut man aufhängen, weil man damit Baumhöhlen simulieren kann. Und heutzutage ist es natürlich so, gerade bei durchforsteten Wäldern hat man viel weniger alte Bäume mit Baumhöhlen drin. Und so einen Nistkasten aufhängen ist die einfachste Sache, um eine Baumhöhle zu simulieren. Für verschiedene Vogelarten gibt es verschiedene Nistkastentypen, die unterschiedlich gross sind und verschiedene grosse Einfluglöcher haben. Ab und zu werden die Nistkästen auch zweckentfremdet. Da drin findet Hans-Peter Bieri einen schlafenden Siebenschläfer.
Das kommt ab und zu vor. Also wenn die Lochgrösse so ab 40 mm ist, gehen auch gerne Zieberschläfer rein. Meistens gehen dann die nach der ersten Brut von einer Meise die Zieberschläfer rein, leben den Sommer durch in dem Nistkasten. Und zur Überwinterung gehen sie dann tiefer im Boden rein, wo es frostfreier ist. Unser Siebenschläfer ist für den Moment aus seinem Schlaf aufgeschreckt und kommt führen. Im Winter wird er seinen Platz im Nistkasten wieder räumen und freimachen für die Vögel. Die Bewohner des Petrigebiets sind nicht nur in Nistkästen auf Bäumen und im Wasser zu finden, einige graben auch Löcher. Auch für den Biber ist der Rhein bevorzugter Lebensraum. Allerdings ist er den Tag durch nur selten anzutreffen. Simon Herrmann hat sich zusammen mit einem Biber-Spezialist auf Spurensuche begeben. Der Philipp Taxböck betreut für Pro Natura das Projekt Hallo Biber. Ein Projekt, das die Situation für die Biber verbessern soll. Bei dem Projekt Hallo Biber, das ursprünglich aus Basel kommt, also von weiter unten am Rhein, geht es vor allem darum, dem Biber möglichst neuen Lebensraum zu schaffen oder Lebensraum, der ungeeignet ist, aufzuwerten. Was natürlich eine ziemlich schwierige Aufgabe auch ist, weil es hat immer mit Land entlang dem Gewässer zu tun, wo wir ihm gerne zur Verfügung stellen würden. Aber da gibt es diverse Projekte. Wir versuchen, die Lebensräume zu vernetzen, indem wir zum Beispiel Biberrampen bauen an Stellen, wo der Biber nicht im Gewässer nachwandern kann. Und wir machen Informationsarbeit, wir haben viele Exkursionen oder die Öffentlichkeit informieren und versuchen auch eine gute Stimmung für den Biber zu schaffen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist Philipp Taxböck auch oft am Rheinufer unterwegs, auf der Suche nach Biberspuren. Hier in Hemmishofen wird er fündig. Der Baum ist von Biber gefällt worden. Erkennen tut man das an den Bissspuren. Typisch sind die parallelen Bissspuren von ihren scharfen Nagelzähnen, wo es dann den Baum ringelum, so in dieser Sanduhrform, annagelt und der Wind besorgt dann den Rest und der Baum stürzt hier ganz typisch ins Wasser. Bäume fällen tun die Biber aus zwei Gründen. Einerseits brauchen sie das Material für ihren Bau oder für ihre Staudämme. Andererseits brauchen sie die Rinde und die feinen Knospen als Nahrung. Vor allem im Winter, wenn sonst nicht viele Kräuter und Gräser rum sind. Denn die Biber machen keinen Winterschlaf. Dass Biber Bäume fällen und Staudämme bauen, führt auch immer wieder zu Schadensfällen, zum Beispiel in der Landwirtschaft. In Schaffhausen kommt das allerdings selten vor. Meines Wissens gibt es da also ziemlich keine Schwierigkeiten mit dem Biber. Der Kanton Schaffhausen hat auch nicht so wahnsinnig viele Biber. Die sind vor allem entlang dem Rhein und in den kleinen Gewässern. Die entdecken sie jetzt langsam, da weiss ich nicht, wie sie in 10 Jahren aussieht. Im Kanton Schaffhausen gibt es am Rhein entlang etwa 8 Biberrevier. Das sind ungefähr 40 Biber. Auch an diesem Stück Rheinufer scheinen die Biber heimisch zu sein. Alle paar Meter liegen gefällte Bäume. Das kommt häufig vor in Revieren, die schon länger besetzt sind. Und ich schätze mal, dass hier einfach ein Revier ist, wo seit einigen Jahren schon Biberfamilien wohnen. Die Spuren sind auch zum Teil alt und gleichzeitig haben wir einzelne kleine neue schon gesehen. Also das heisst, es ist auch immer noch bewohnt, das Revier. An der Menge der gefällten Bäume erkennt man, dass mehrere Biber am Werk waren. Wahrscheinlich eine ganze Biberfamilie. Die Biber leben in Familie, in einem Revier. Das sind dann so also die älteren Tiere und dann die Jungen von 2 Jahren. Könnten dann also 5- bis 8-köpfig sein, so eine Biberfamilie. Und die besetzen ein Revier, das ist hier am Rhein nach Literatur rund 2 Kilometer lang ungefähr. Das kann ein bisschen variieren. Ein bisschen weiter vorne findet Philipp Taxböck sogar einen Biberbau. Der Eingang eines Biberbaus ist immer unter Wasser. In dem Fall, wo wir jetzt hier sehen, am Rheinufer, hat er sich dann wahrscheinlich in die Uferböschung reingegraben, unter dem Wasser. Und dann grabt er sich im Erdreich übers Wasser wieder drüber und dort hat er seinen Wohnkessel. Der kann oft ziemlich flach sein. Da glaube ich jetzt, dass der Bau im Moment unbewohnt ist, weil zu wenig Raum da wäre für einen Wohnkessel. Ein Großteil des Biberbau ist wegen dem hohen Wasserstands nämlich momentan nicht bewohnbar für die Biber. Trotzdem findet Philipp Taxböck in der Nähe frische Spuren. Wahrscheinlich ist er noch in der Nähe oder sind die Tiere noch in der Nähe. Vielleicht war er da, um zu schauen, ob er den Bau wieder beziehen kann. Oder es lebt tatsächlich noch irgendwie einer ganz flach da drin. V
Falls ein Biber rum ist, lässt er sich das mal allerdings nicht blicken. Biber sind nacht- und dämmerungsaktiv und schlafen den Tag durch. Für das Mal haben wir mit den Bibern also kein Glück gehabt. Wenn der Wasserstand wieder sinkt, kommen die Tiere aber vielleicht bald wieder in den Bau zurück. Wer selber mal einen Biber gesehen wird, hat die beste Chance in der Dämmerung. Das war es vom zweiten Teil unserer Serie «Der Rhein als Lebensader». Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie wichtig der Rhein als Lebensraum für die Tiere ist, geht es morgen weiter mit dem Rhein als Erlebnisraum für die Menschen. Morgen sind wir auf dem Schiff von der UAH unterwegs. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Adi miteinander.